Guten Abend. Das hier ist ein kleines spontan zusammengestelltes Video ohne große Vorbereitung. Derzeit bin ich dabei, historische Bildaufnahmen vom Bahnhof Nordheim für meinen Nachbau des Bahnhofs in Zusi auszuwerten und bin dabei auf ein Zugunglück im Jahr 1992 gestoßen, als ein von Göttingen nach Hannover fahrender Schnellzug im Bahnhof Nordheim unmittelbar nördlich der Bahnsteige in die ins Nachbargleis ragenden Trümmer eines dort entgleisten Güterzugs reingefahren war. Es gab damals 11 Todesopfer und 52 Verletzte. In Wikipedia steht dann zum Unfallhergang folgende konfuse Geschichte. Um 1.33 Uhr riss vom zweiten Wagen des Güterzugs, einem aus ehemaligen Gepäckwagen der Gattung MDYG umgebauten Bauzugwagen, ein Puffer mit einem Teil des Kopfstückblechs ab, fiel ins Gleis und verkeilte sich unter dem siebten Wagen im Zug, welcher im Nordkopf des Bahnhofs Nordheim-Hann vor 14 weiteren Güterwagen entgleiste. Einige dieser Wagen ragten daraufhin in das Lichtraumprofil des Nachbargleises, auf dem sich der Schnellzug mit einer Geschwindigkeit von knapp 120 km/h näherte. Zwar hatten die Trümmer auf dem Nachbargleis zur Folge, dass die Gleisfreimeldeanlage eine Besetztmeldung abgab. Lang lebe der Gleisstromkreis. Nie war er so wertvoll wie heute. Sodass das für den D482 fahrzeigende Einfahrsignal des Bahnhofs Nordheim auf Halt zurückfiel. Damit verbunden war auch, dass das am Einfahrsignal vorhandene Ausfahrvorsignal in die Warnstellung kam. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Lokomotive des D482 aber bereits unmittelbar vor dem Einfahrsignal. Der Triebfahrzeugführer hatte daher keinerlei Chance, auf den Wechsel der Signalstellung noch rechtzeitig zu reagieren. Durch die Auslösung der Zugbeeinflussung am Ausfahrvorsignal und der damit verbundenen Geschwindigkeitsüberwachung erfolgte 180 Meter vor dem Hindernis eine Zwangsbremsung. Nun ist es ja so, dass ich jüngst 130 Stunden ungefähr mit dem Nachbauen des ganzen Bahnhofs in Zusi verbracht habe und deswegen perfekt ortskundig bin. Und wie das also aufgehen sollte, dass man hinter dem Ausfahrsignal dann mit einem Güterzug kollidiert, nachdem man 180 Meter vorher eine Zwangsbremsung am Ausfahrvorsignal bekommen hatte, das wollte sich mir einfach nicht erschließen. Auch wird ja hier davon fabuliert, es kam also zu einem Haltfall des Einfahrsignals, die Lok quasi unmittelbar davor, der Triebfahrzeugführer hatte aber keine Chance, auf den Wechsel der Signalstellung noch rechtzeitig zu reagieren. Musste er ja auch gar nicht. Im Zweifelsfall hätte ihn einfach der 2000-Hertz-Magnet diese Reaktion abgenommen. Aber angeblich soll das Ausfahrvorsignal, das soll noch eine Beeinflussung ausgelöst haben, das sich ebenfalls, wie hier zu lesen ist, am Standort des Einfahrsignals befunden haben soll. Also alles irgendwie ganz merkwürdige Geschichte. So, und deshalb habe ich dann mal meinen fast fertigen Simulationsnachbau des Bahnhofs Nordheim genommen und habe den Unfallzug dann in Zusi modelliert. Eine Baureihe 110 und dann 12 D-Zugwagen am Haken. Und dann fahren wir jetzt mal den Unfall im Simulator nach. So, also erste Feststellung, das angebliche Einfahrsignal, von dem im Wikipedia-Artikel die Rede ist, ist in Wirklichkeit das Zwischensignal S101 des Bahnhofs Nordheim. Und das lassen wir jetzt mal auf Halt zurückfallen. Dann fangen wir uns eine Zwangsbremsung. Der Triebfahrzeugführer hat diese Zwangsbremsung selbstverständlich unterstützt und Sand geworfen hat er auch. Und wir stellen fest, wir kommen noch nicht mal in die Nähe der Bahnsteige mit unserem zwangsgebremsten D-Zug. So kann es also nicht gelaufen sein. Also nochmal zurück auf Anfang. So, am Zwischensignal machen wir jetzt mal überhaupt nichts.
lassen dann jetzt mal das Ausfahrsignal auf Halt fallen. Und es passiert Folgendes. Aha. Wir nehmen den 500-Hertz-Magneten vor dem Ausfahrsignal mit. Hier an dieser Stelle stoßen wir dann mit dem Güterwagen zusammen. Und so sieht die ganze Situation dann am Ende aus. Im Gegensatz zum Zug aus der echten Welt ist unsere Lokomotive noch in einem Stück und alle Wagen stehen noch auf dem Gleis. In echt hat die ganze Sache nämlich so ausgesehen. Der Lokführer, der hier drin saß, der hat das also auch nicht überlebt. Und es ist festzustellen, der Zug in unserer Simulation steht genau an derselben Stelle wie der Unfallzug in Kilometer 88,2. Das wollte ich euch also heute Abend mal eben kurz zeigen. Die etwas falsche Beschreibung des Unfallablaufs bei Wikipedia, die steht da also seit knapp 5 Jahren in dem Artikel so drin. Hier sind zwar 2 Quellen angegeben, ein Spiegelartikel und einmal hier eine Betriebsunfallstatistik. Von dort kommen diese steilen Behauptungen zum Thema Einfahrsignal bzw. Ausfahrvorsignal allerdings nicht. Die stehen dort in diesen Quellen gar nicht drin. Jo, das war's, was ich euch zeigen wollte. ZUSI 3 sozusagen als Hilfsmittel beim Faktencheck von Unfallhergängen. Dann wünsche ich einen schönen Abend noch. Bis demnächst auf dieser Welle. Tschüss.